Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volkshill-Map. So, zweimal Cosplay am Gerste verkaufen und wir fahren hier unseren Sammelwagen zurück zum Hof. Mit dem war die ganze Zeit Cosplay unterwegs, Stroh in die Kompostierung zu fahren, aber Kompostierung, nicht ganz, aber fast voll, 95% etwa gefüllt. Also, da passt nicht mehr viel, deswegen lohnt das nicht, mit dem weiterzumachen. So, der hat hier abgestellt, dann stellen wir noch den Motor aus. Da geht's erstmal nicht weiter und ich schau mal hier in die Übersicht. 300.000 Kredit hatten wir offen. Okay, da können wir fast schon wieder 100.000 abbezahlen. Also das geht auch voran. So, und das ist hier der Kleine. Ich nehme mir mal hier den Großen. Entlasse Cosplay, fahre selber. Und warum mache ich das? Weil wir uns da Kosten sparen. So, dann haben wir nämlich in der Zeit... Da sind wir, dann haben wir in der Zeit nämlich keine Cosplay-Lohnkosten. So, Maussteuerung mit Lenkrad, nicht immer so einfach. Aber dafür musste ich mich jetzt nicht nach vorne beugen. Ja, Faulheit siegt. Manchmal viel zu oft, wie auch immer. Gut, wir sind gefüllt. Und komm, halt. Falsch. Hier muss ich hin. Wir machen sogar kurz die Plane drauf. Also hier seht ihr auch. Ich verwende die Plane meistens weniger. Das ist meistens wirklich immer nur Cosplay, der die Plane drauf und wieder runter macht. Aber diesmal habe ich es sogar verwendet. Und wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir selber fahren, können wir sogar noch ein bisschen kürzer unseren Weg gestalten. Und ja, dann haben wir hier ganz schnell unser Silo leer. Anhalten, auskippen. Und dann gehen wir über die 100.000 drüber. Dann können wir 100.000 schon mal zurückzahlen. Haben wir nur noch 200.000 an Kredit offen. Damit natürlich auch wieder ein paar Kröten weniger, die wir Zinsen zahlen müssen. Also sehr, sehr schön. Und dann schauen wir mal, was beim Kompostverkauf noch rumkommt. Ah, Fahrsilo ist... nicht Fahrsilo, Farm. Farmsilo ist schon leer. Ah, okay, aber er war voll genug. 95% hat er, dass er jetzt von alleine losgefahren ist. Ich wollte schon reinhüpfen und wollten sagen, hier, dann fahr halt los. Aber hat er jetzt doch noch von alleine hinbekommen, weil ja bei 90% oder bei mehr als 90% der dann eben seine Tour loslegen soll. So, hier können wir das Ganze löschen und können schon mal umschalten. Und zwar Kompostanfang. Das Ganze soll zum Baumarkt, also Baumarkt als nächstes kombinieren und dann Kompostende noch dazu. Das ist also der Kurs, den der als nächstes fahren soll. So, und der Kurs geht hier einmal so rum. Deswegen fahren wir so rum hier schon mal drunter. Dann können wir schon mal den Anhänger voll machen. Damit das dann möglichst schnell auch alles losgehen kann. Das heißt, ich mache die drei Traktoren dann jetzt nach und nach schon mal startklar. Und dann schauen wir mal. Ich gehe mal kurz Außenansicht und blende mir hier alle Wegpunkte ein, dass ich auch wirklich sehe, wo der hier lang fährt. So, und dann würde ich sagen, fahre ich mit dem bis etwa hier hin. Das langt ja. Hier können wir den Motorkurs ausstellen, die Wegpunkte wieder aus. Da wartet der, bis der dann losfahren darf. So, der hier hat ausgeleert, den entlassen wir. Haben wir schon wieder Kosten gespart. Der gibt einen Anhänger an seinen Kumpel ab, dem Zetor. Dann haben die beide ein bisschen, aber eben nicht ganz so schwer zu ziehen. Und wir haben drei Traktoren. Da
Ja, damit wir natürlich selber was zu tun haben, werden wir wohl einen davon dann doch auch selber fahren. Und ich neige eigentlich schon fast dazu, dass wir hier den kleinsten dann selber fahren. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass wir mit dem dann auch zwischendurch, wenn wir merken, einer von den anderen, die ja schneller sind, ist hinter uns, dass wir da mal schnell an den Rand fahren können, dass die überholen können. So, ich werfe hier den einen Hänger ab. Und auch hier stellen wir den Kurs dann um. So, Kompost anfangen. Zum Baumarkt und Kompostende noch dazu. Haben wir die drei Kurse. So, den können wir hier schon mal einschalten. Dann fährt er hier drunter und fährt automatisch. Ja, kostet jetzt natürlich auch noch mal ein paar Cent hier an Lohnkosten. Und dann fährt er hinter den anderen hinter. Da kann er dann eh nicht weiter. Bis dorthin sehen wir, dass es schon mal funktioniert. Und da schalten wir dann auch den Motor aus und sagen, hier ist Ende. So, da merkt er gleich. So, Verkehr. Da geht es nicht weiter. Und zack, kommt die Meldung. Abfahrer entlassen, Motor aus. Bumm. So, dann hier rein. Und dann nehmen wir uns den. Und ich schalte schon mal die Zeit ein bisschen schneller. Oh, auch schön, dass das jetzt rot wird, wenn das mehr als normal läuft. Ich werde aber auch hier sicherheitshalber einstellen, wie diese Verkaufskurse eben sind. Damit ich im Zweifel, wenn ich zwischendrin mal in einen anderen Traktor reinhüpfen muss, den hier dann auch mit Cosplay weiterfahren lassen kann. Das ist also mein Hintergedanke. So, den stellen wir hier hinter. Den stelle ich hier auch erstmal aus. Der ist beladen. Und dann rennen wir hier vorne hin. So, jetzt können wir richtig schnell stellen. Ja, eins mehr geht noch. Zack. So. Und da sind wir über die 11 Uhr drüber und dann schauen wir in die F1. Wie sind die Preise? Kompost ist nochmal weiter hochgegangen. 412,2. Ja, Wahnsinn. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also geht das jetzt mit den Kompostkursen los. Wir starten den. Der fährt los. Dann zack, starten wir den. Der fährt los. Dann hüpfen wir in den rein, starten hier den Motor und wie gesagt, den fahren wir eben schnell selber. Und solange ich den selber fahre, kann ich natürlich auch andere Wege fahren. Und hänge so den anderen natürlich noch weniger im Weg. Und natürlich ganz wichtig, der schnellste Traktor ist vorne als erstes gefahren. Das heißt, der kann jetzt im Prinzip fahren, bis er dann ansteht, den anderen zu überrunden. Dann müssen wir halt mal kurz einspringen, kurz einschalten. Aber bis dahin läuft das Ganze. Und ich hau hier schon mal eben schnell 100.000 an Kredit weg. So. Und dann schauen wir jetzt mal, wie viel an weiterem Geld reinkommt. Ich würde auf jeden Fall gerne für den nächsten Spieltag dann eben eine Maisdrille mir zulegen. Also das sollte an Geld dann möglichst auf dem Konto bleiben. Saatgut, Düngerkosten sollten rausspringen. Sowie natürlich auch die Tankkosten. Durch die Fuel Adjust haben wir ja auch einen höheren Spritverbrauch. Denn das, was hier Standard die Traktoren verbrauchen, das ist ja lachhaft. Da kann man sagen, wenn der Tank leer ist, kann ich mir einen neuen Traktor kaufen, weil dann ist er ja schon altersschwach und wahrscheinlich schon an allen Ecken durchgerostet. Und hier, ja, müssen wir natürlich dann öfter tanken, geht ein bisschen mehr aufs Geld, aber macht damit natürlich auch wesentlich mehr Spaß.
Wenn man jetzt hier wirklich 5, 6, 7 Spieltage durchspielen kann, bis man ein Fahrzeug tanken muss, das ist ja nicht so schön. So müssen wir eben auch mal mehrfach pro Spieltag tanken. So, und wir kommen sogar fast zeitgleich mit den ersten an, obwohl wir definitiv langsamer unterwegs sind. Die anderen fahren 40. Die fahren genau hintereinander. Da muss ich doch nochmal durchspringen. Wie ist denn das mit der maximalen Geschwindigkeit? Der würde 50 fahren, aber der kann nur maximal 42. Halt nochmal zurück. Die hat ausschalten wieder. So, und dann gehen wir hier hin. Wie ist das bei dem mit der Geschwindigkeit? Der ist auf 40 auf der Straße runter reglementiert. Der könnte aber 42. Naja gut, die 2 km/h werden jetzt nicht so viel ausmachen. Aber wer weiß, wer weiß. Also wir stellen sie ein. Und da ist das erste bisschen abgeladen. Der fährt schon wieder zum Hof zurück. Der andere ist mit Abladen fertig. Können wir wunderbar. Ach, ist das schön, wenn das so läuft. Und ja, wenn man hier wirklich sieht, wie das Geld langsam wieder hochgeht. Aber da ist einer im Verkehr stecken geblieben. Unfall oder löst es sich noch von alleine? Vorsichtig um die Ecke kommen. Na, das wird sich nicht unbedingt lösen. Oder kriegen wir so angeschubst, dass er weiterfährt? Nee. Schaffen wir leider nicht. Also hier rein. Einmal entlassen, ein Stück zurück. So, dann fahren wir den hier hin und hier darf er weiterfahren. Dann haben wir das mit dem Verkehr auch schon wieder geregelt und ab hier rein. Und mit dem eben auch wieder zum Hof zurück und ich fahre wieder hier oben die Runde lang. Die, ja, könnte ich mir vorstellen, ist rein kilometertechnisch gesehen die kürzeste Runde. Aber wie gesagt, wir werden hier natürlich nicht viel gut machen, weil wir das langsamste Fahrzeug haben. Der fährt 10 km/h langsamer als die anderen beiden. Und gerade deswegen ist natürlich auch schön, hier so eine Strecke zu haben. Ja, ich mach mal Tempomat, hier die ganze Zeit auf Vollgas stehen, muss ja auch nicht sein. Ja, dementsprechend ist natürlich wichtig, wenn der langsamer fährt, dass wir hier auch wirklich eine Strecke haben, wo wir trotzdem halbwegs schnell vorwärts kommen. So, da hinten sehen... Ah, nee, Quatsch. Da, ich dachte erst, es wäre ein Traktor, aber nee, ist ja nur ein Transporter vom KI-Verkehr. Hätte mich auch jetzt gewundert, weil auf der Straße fahren ja die anderen beiden gar nicht lang. So. Ach, was wäre das jetzt schön, wenn er 20, 30 km/h schneller fahren könnte. Aber das ist ja unser Fahrzeug, mit dem haben wir das Spiel begonnen. Das war alles, was wir hatten. Also für die, die die ersten Folgen nicht gesehen haben und sich wundern, warum denn eigentlich so viel Kredit. Gab ja auch schon mal jemanden, der in den Kommentaren gefragt hat, warum hast du so viel Kredit? Du hast doch nur so kleine Fahrzeuge und so. Wo kommt denn der Kredit her? Ja, wir hatten nur diesen Traktor. Den Traktor und unseren Hof. Sonst hatten wir gar nichts. Null. Niente, nada. Und wir mussten uns alles erstmal kaufen. Und ja, obwohl wir da so kleine Geräte gekauft haben, hat das natürlich doch ein paar Euros gekostet. So, hier hat man gesehen, da ist die Minimap dann natürlich nützlich, weil da konnte ich sehen, dass der noch nicht am Beladen war, sondern noch ein Stück weg, dass ich hier so auch mal gegen die Richtung fahren konnte. So, also sehen wir, wir kommen hier sogar etwa mit dem Tempo hin, was die anderen fahren. Und das, obwohl wir langsamer sind. So, und Tempomat wieder und Vollgas durch. Ach, ist das schön. Es regnet Geld auf unser Konto. Jetzt schon wieder 26.000, also...
über die 100.000 kommen wir hier locker drüber. Wie viel würden wir denn kriegen, wenn wir jetzt, ja jetzt mit dem, was auf dem Lager ist, also ohne die drei Anhänger, die sowieso schon im Umlauf sind, würden wir nochmal 100.000 rausbekommen. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Dann könnten wir wirklich nochmal 100.000 vom Kredit abbezahlen und hätten trotzdem noch ein bisschen was in der Tasche übrig. Und ja, dann am nächsten Spieltag schaffen wir es, unseren Kredit komplett zu tilgen, sind dann schuldenfrei. Und dann geht's erst richtig los. Dann können wir anfangen, hier größere Fahrzeuge, mehr Felder, mehr Gewinn. Und ja, dann ist die schwierige und ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen langweilige und ermüdende Anfangsphase doch endlich beendet. Gut, was aber auch beendet ist, ist diese Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.